Das Casino Linz war heuer bereits zum 8. Mal Treffpunkt der heimischen Fitnessbranche. Fitness-News-Herausgeber Peter Papula konnte dabei Geschäftspartner, Unternehmer, Studioinhaber, Trainerinnen und Trainer sowie viel prominente Gäste begrüßen. So war unter anderem der dreifache Bodybuilding-Weltmeister Alfred Krautgartner dabei, der 15 Jahre in Kalifornien lebte und als Personalcoach Filmstars wie Brad Pitt oder Jennifer Aniston in Form brachte. Austropop-Urgestein Robinson stellte zwei Cuts aus seiner neuen CD Startklar vor. Bestens unterhielten sich im eleganten Ambiente des Casineums auch Leichtathletikmanager Robert Wagner, der mit Gattin Kelly White gekommen war, Miss Austria Carmen Stamboli, Model-Ikone Doris Grausam, Männerarzt Dr. Pfau und Franz Mittmannsgruber, Geschäftsführer der Fachgruppe Oberösterreich der Freizeit- und Sportbetriebe. Andrea Eckerl, fünffache Miss Fitness Österreich und der 16-fache Bodybuilding-Staatsmeister Max Bangerl erhielten für besondere Verdienste in dem Fitnesssport den Adonis Fitness Award überreicht. Nina Hafner, Fitnessfigur-Weltmeisterin 2011, wurde als erfolgreichste Athletin des Vorjahres ausgezeichnet. Beim Mr. Adonis-Bewerb holte sich in einem starken Starterfeld der Deutsche David Rösch den Titel und bei den Damen gewann die Serbin Ljubi Ljubisevic. Ein gelungener Abend, der die Fitnessbranche eindrucksvoll in den Vordergrund stellte.